Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von EasyBook. Heute werden wir zum ersten Mal Ava King live spielen. Ich glaube, euch sollte das bekannt sein. Wir werden jetzt erstmal ein Outfit finden. Nee. Aber ich finde das da, also das, ich meine, das, was ich noch habe, war mein das Beste. Weil das ist ein bisschen zu. Ich glaube, wir werden erstmal das nehmen. Auf geht's. Wir können das später noch ändern. Okay. Dann werden wir es auf jeden Fall ändern. So, okay. Also, wir werden jetzt erstmal schauen, halt beim Profil und uns erstmal vielleicht. Was zum Teufel ist das für ein Name? Ich werde ihn ändern. Auf jeden Fall, das werde ich schon machen. Und. Ja. Ich meine, ganz okay. Fürs Erste halt, Leute, versteht ihr? Wir sollten uns vielleicht ein anderes Outfit nehmen. Aber sonst ist es eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Profil wird geladen. Wie lange denn noch? Ja. Mein Benutzername ist EasyBook. 08. Frag mich nicht, warum das jetzt so heißt. Was? Okay, warte mal. EasyBook. Unterstrich. Vielleicht. 008. So? Warum? Dann halt. Wartet. Isabel. Was ist jetzt? Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft, was es geht. Ja. Nice. Also, wir wohnen in Deutschland. Also, wo ist das? Wartet. Das ist Belgien. Hier ist Deutschland. So. Hashtag. Hallo? Ach so. Books. Ich liebe Bücher. Meine Stimmung ist traurig. Nein, ich bin unlustig. Verzückt. Ich bin unlustig. So, was nehmen wir jetzt für eine Musik? Ich mag Musicals. Aber wartet mal. Klassisch. Meine Filme. Ich mag Fantasy. Mein Style ist niedlich. Meine Hobbys. Ich habe ein Hobby. Und nicht Ava King. Wo steht Lesen? Lesen. Schreiben. Hier. So. Und ja. So, Pose. Warum eigentlich immer ein deutscher Schäferhund? Oh, wie un... Ja, die... Oh, wie süß. Ein kleiner Hund. Wir werden uns, glaube ich, aber einen Erwachsenen holen. Oh mein Gott. Weil es ist halt auch echt so, die grauen Bulldoggen-Welpen sind halt teurer als die schwarzen. Also es ist wirklich so. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch ganz normal. Ja, ich glaube. So, jetzt haben wir das erstmal gespeichert. Jetzt nehmen wir jetzt erstmal mal Kleidung. Kleidung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Mh.
Naja, ich finde, das ist eigentlich nicht so gut. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal schauen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nach Schuhen. Vielleicht. Ja, wir werden auf jeden Fall erstmal diese ganzen Tattoos wegmachen. Ist denn das hier jetzt? Wartet mal. Ich will dieses scheiß Tattoo nicht. Jeden Fall. Wie können wir uns das jetzt. Ich will dieses Tattoo nicht haben! Ernsthaft. Okay, was reicht jetzt? Oh Leute, wir besorgen uns jetzt erst einmal einen Job. Okay, also. Isabel 408. Willkommen im 23. Street Cafe. In dieser Zense läuft gerade ein Rollenspiel, an dem du für Belohnung teilnehmen kannst. Klicke links auf Info, um mehr zu erfahren. In der linken Leiste befinden sich folgende Optionen: Gesichtsausdrücke, Spielanimation, Sensen, Informationen, Fotomobs, zurück zum Hauptmenü. Okay. Wie arbeiten wir jetzt? Falls du die Kunden selbst bedienen möchtest, dann klicke auf deinen Dienstplan und werde zum Kellner. Ansonsten kannst du dich zurücklehnen, ausruhen und darauf warten, dass jemand anderes diese Aufgabe übernimmt. Dann kannst du deine Bestellungen aufgeben. Falls du die Kunden selbst bedienen möchtest, dann klicke auf. Das hatten wir schon. Okay, wo ist jetzt der Dienstplan? Wo ist zum Teufel einmal der Dienstplan? Wo ist der Dienstplan, Leute? Und wie geht man eigentlich? Gute Arbeit. Du kannst mit vielen Items. Ja, interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Also ich wollte mich nicht hinsetzen, aber. Ah, hier ist der Dienstplan, ne? Arbeitsdienstplan. Über den Arbeitsdienstplan kannst du den Job als Bedienung antreten oder dich in den Dienstplan eintragen, um darauf zu warten, bis der Job verfügbar wird. Okay. Job anfangen. Willkommen, du bist jetzt die Bedienung. Arbeite hart, um Belohnungen zu verdienen. Deine Schicht endet automatisch, wenn du drei Items serviert hast oder wenn die oben angezeigte Zeit abläuft, also arbeite zügig. Tippe jederzeit links auf Hilfe, um Hilfe zu bieten. Wenn du auf Arbeitsdienstpläne und dann auf Job verlassen triffst, kannst du den Job jederzeit verlassen. So. Ja, also. Du bist die Bedienung. Sprich die Kunden an. Ja, okay, wartet. Ja, ist. So, hallo. Oh Mann, wie soll ich eigentlich bedienen? Du hast eine Bestellung erhalten. Du kannst deine Bestellung ansehen, indem du links auf die Glocke oder auf die Kasse zum Tresen tippst. Ach du Heilige, ich check hier gerade überhaupt nichts. Kommt jetzt wieder weg. Kasse. Bestellung ansehen. Gegrillter Käse-Sandwich. Okay, ein gegrillter Käse-Sandwich. So. Weil ein Gegenstand. Das war's, ne? Aufnehmen. So. Okay. Also, es ist halt eine Villa. Die hat mich auch angetan. Wir hätten die uns kaufen können.
Und vielleicht werden wir es auch tun. Wir werden jetzt auf jeden Fall reingehen. Ja. Und wir werden uns auf jeden Fall mal alles anschauen. Ist auf jeden Fall cool, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall cool, würde ich sagen. Ja, frag mich jetzt nicht, warum ich so in sowas Komisches anhab. Wir werden auf jeden Fall, wartet. Irgendwie alle, die wir haben, irgendwas davon anziehen. Das hier und ja, halt. Ein sowas. So. Und wir werden uns noch ein paar Schuhe. Okay, also ich finde, so sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Wir werden jetzt nur diese Tätowierungen, weil ich möchte keine. Ich meine, so sieht es ganz gut aus. So. Sehr gut. Also hier ist der Garten und hier, oh mein Gott, Leute, was ist das für eine Küche? Ich meine, das wird schon dauern. Wartet mal. Wir gehen erstmal in den Keller. Ich habe nämlich, hier würde es irgendwie so einen Getränkekeller geben mit Wein und so. Und Sekt. Rotwein. Und Leute, jetzt kommt wohl das Größte, worauf wir alle gewartet haben. Ich weiß nämlich, was die Leute total drauf sind, irgendwie zu baden oder in den Garten zu gehen. Und ja, wir werden uns das erstmal anschauen. Wir werden uns auch halt, wie tief das ist, so anschauen. Das heißt, wir werden uns gleich nass machen müssen. Oh geil, das bei diesem Spiel kaum schlimm ist. Also ich finde, habt ihr gerade gesehen. Habt ihr es schnell gesehen. Ich habe es mir noch ein bisschen länger angeschaut. Es ist eigentlich ziemlich groß und auch cool. Nur ist eben das halt Wichtigste, wie soll ich sagen, für viele ist es immer der Garten. Zumindest ist es so für mich. Ja, und ich würde sagen, es ist doch tatsächlich sehr, sehr cool. Allein schon das. Ja, wir werden jetzt erstmal ein bisschen tanzen. So, dann werden wir jetzt mal hier hingehen und da reinsteigen. Okay, wo ist der Eingang? Weil das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, ist eigentlich ganz ordentlich mit Whirlpool und so, ne? Ich meine, auf jeden Fall, das ist mega cool. Aber irgendjemand hat uns Freundschaftsfragen geschrieben oder so. Drei Freunde. Anfragen blockiert. Okay, dann werden wir jetzt mal hier raus. Gehen und dann werden wir sehen, ob es sich tatsächlich lohnt. Und die werden mich noch messen. Und dann werden wir vielleicht noch schauen, ob wir dann doch das Paket mit den sehr, sehr vielen Items und so holen. Also das ist so eine kleine Runde mit dabei. Sage ich es mal ganz kurz bei Shop und dann bei Pakete. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob wir das nehmen oder das andere eben. Weil, ja Leute, hier ist halt ziemlich viel bei. Und ich meine, das Set ist auch sehr cool, aber ich würde allein schon das kaufen wegen diesem süßen Kleid hier. Oder auch
halt, ihr versteht sicherlich, was ich meine. Das sind halt richtig schöne, süße Backen. Bei vor allem, wir haben auch einen Chihuahua und ein Sofa und so. Und das ist halt richtig wert. Wir bekommen auch eine Wohnung. Damit könnten wir unsere neue Wohnung auch richtig gut einrichten. Und es gibt auch richtig viele Emotes. So, und dann gibt es eben noch diese beiden und ich pralle. Da ist einmal das, was ihr gerade gesehen habt. Also dieses Anwesen. Das ist es. Das haben wir ja gerade alle gesehen. Bisschen anders eingerichtet halt. Ist ja auch nicht mit Einrichtung halt. Also ein bisschen Einrichtung, klar, ist dabei. Und das können wir uns natürlich kaufen. Aber dann ist hier noch eben einfach, ja, das ist Loch Ness. Ja, wir könnten uns das nicht beides kaufen. Oder wir könnten es vielleicht, aber erst anders morgen. Und ich pralle halt damit. Wir können ja auch das Paket kaufen. Und dann könnten wir, also wir könnten heute das Paket kaufen, morgen könnten wir das und dann am nächsten Tag das halt. Aber es ist halt sehr kompliziert, finde ich, sich zu entscheiden, was man hier halt holen muss. Und deswegen ist es halt sehr kompliziert, sich zu entscheiden, Leute. Das ist halt so, bei Arbeiten hat man eine große Auswahl und man nimmt halt immer das Teuerste. Ich meine, es ist auch dafür da, was man Geld ausgibt. Nicht nur Coins, sondern echtes, wenn ihr von mich versteht. So, ich werde mir das jetzt hier raussuchen. Also Loch Ness, das habe ich ja irgendwo gesehen. Ich meine, konnte im Zuge noch alles hingehen und ich möchte das mal. Da war ich auch, aber das ist, also bei der See der Ruhe. Aber das ist nicht so meins. Hier gibt es auf jeden Fall richtig coole. Auch das habe ich mal früher besucht. Ich habe es nämlich, ja, genau hier ist es. Wenn wir jetzt mal reingehen. Wir werden auf jeden Fall was Deutsches nehmen. Oder was Englisches. Auf jeden Fall nichts Chinesisches. So, also. Ich würde sagen, gehe ich erstmal zurück. Wo ist denn das jetzt? Nein, das ist wohl wieder. Jetzt kann ich nochmal ganz runterwischen. So, es war hier. Irgendwo hier wartet, oder? So, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Jetzt mal im Ernst. Wo ist hier ein Boot? Das stand hier nämlich so. Ich frag mich gerade, wo ist das Boot, ey? Ich meine, draußen ist ein Boot. Wo war das? Hä, da war doch eins. Da war gerade ein Boot, Leute. Ich sag's. Ist gerade keine Lüge. Auf jeden Fall, wir werden ja, erstmal die genaue Aussicht genießen. Ich würde sagen, damit ist Loch Ness Dingsdums da raus. Wobei. Ja, dann ist das jetzt raus aus der Liste. Und jetzt sind da noch zwei Sachen. Und auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier raus. Und ja, also ich frage jetzt mal meine Schwester, ob sie morgen wirklich reinkommt. Laura, kommst du morgen rein? Ich überleg's mir. Also wenn ich mich morgen nicht umentscheide, dann komme ich rein. Also wie gesagt, wenn sie sich morgen nicht umentscheidet, dann kommt sie rein. Hat dich eingerichtet und ich werde euch das Ganze mal zeigen. Und ja, wir haben uns auch was gekauft, weil ja, wir haben halt das Paket gekauft, Leute, das wisst ihr ja schon. Aber die Haare habe ich dann nochmal selbst gekauft. Und ja, also ich werde euch das erstmal zeigen. Hier haben wir so eine Art Wohnzimmer. Ist vielleicht noch nicht richtig eingerichtet, werden wir aber noch irgendwie machen. So, wir sind halt in Schwarzwald und hier haben wir einen Kamin. Der ist einfach eingebaut gewesen, da kann man nichts machen. Dann haben wir hier unseren kleinen Esstisch, also dieses Starter-Set. Und hier haben wir eine Kücheninsel. Ich meine, das ist einfach fürs Erste halt ganz gut. Dann haben wir noch ein bisschen Deko. Und ja, dann geht's hier hoch. Und von da aus geht man dann hier rein. In das obere Stockwerk. Und hier habe ich dann, also es ist halt so eine Art von, ja, wir könnten uns jetzt hier hinsetzen.
Hier ist unser kleiner Chichi, bei dem wir allerdings schon alles haben, stimmt Chichi. Und dann ist hier noch unser Badezimmer. Ja, und das ist eigentlich so ziemlich alles. Außer ich habe noch was Besonderes für euch. Also das ist unser Badezimmer, Dusche, Waschbecken. Was? Corona. Corona. Das heißt Corona. Was heißt Corona? Das heißt Corona. Alter. Okay, ich mache mich erstmal nass. Nein, okay, Leute, aber das war halt meine erste Runde Ava-Kicken. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, hallo? Genau. So, dann gehen wir jetzt wieder hier runter. Und wenn wir runter sind, dann werde ich euch noch das eine zeigen, was ich richtig cool finde. Genau, also. Das ist sowas, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, warum das unbedingt im Schwarzwald, weil Leute, allein schon die Atmosphäre ist schon etwas gruselig. Und ich werde gleich mit euch was ausprobieren. Aber ja, 3, 2, 1, Überraschung! Ja, Leute, also das hier ist dann, glaube ich, mal so das Einzigartige an diesem Haus. Nämlich hier ist ein riesiger Baum und hier ist Sumpf. Ja, hier ist tatsächlich Sumpf und man kann ja gehen. Ich wusste das nicht. Aber ich wollte ganz kurz was ausprobieren. So, also. Genau. Wir. So. Also das hier ist dann anscheinend einfach nur ein Foto, wie es aussieht. Ich würde es mal schätzen. Ja, aber ich würde jetzt erstmal schauen, wie das halt von außen aussieht, weil das interessiert mich. Eben schon. Ja, also. Es ist schon cool, das Haus hier. So. Dann gehen wir jetzt hier raus. Erstmal hier rausgehen. Nachdem man einfach mal random einfach mal gesehen hat, wie es von außen aussieht. Und es sieht richtig seltsam aus. Also ja, da hinten sitzt, also es ist halt immer so, Freunde und Tiere gehen hier halt rum. Genau, und ich hatte mir ein Paket gegönnt. Nein, nicht das. Ja, ich baue mir gerade hier geile Nägel. Ich wollte nämlich so was eher Jungfrauenartiges haben. Aber ja, hier, was war halt ein paar Pakete. Ihr habt es gesehen, ich habe es gekauft. Und jetzt ist es nicht mehr angezeigt. Aber die Apartments. Ich habe da letztes Jahr irgendwie so ein cooles auf dem Wasser gesehen. Und seitdem suche ich das halt immer. Und ich werde da noch Ausschau halten. Und ich werde ähnliche Sachen finden. Aber wir werden jetzt erstmal was schauen, weil. So, also. Pose. Hier war halt sowas. Es war halt richtig. Es ist halt richtig doof, was man halt bei Wettbewerb irgendwie immer was kaufen muss. So, also. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Aber es war irgendwas mit 200. Sieht aus, als müssten wir es irgendwann kaufen. Es war auf jeden Fall so ein Herzchen. So. Was zum Teufel ist das? Oh Junge, willst du mich verarschen? Also. Ob wenn man einfach mal das random machen könnte. Aber ich hatte was gekauft. Nein, ich will nichts kaufen. Also ja. Ich finde, Arbeiten Life ist eigentlich sehr zu empfehlen. Hier kommt auch keine nervige Werbung. Es sei denn, man holt sich halt 10 Coins dafür oder so.
Und wir werden auf jeden Fall gleich das drehen, aber ich werde da nicht mehr dabei sein, weil ich gleich die Aufnahme beenden werde. Aber zuvor wollten wir uns jetzt eigentlich nochmal die Baumaschine anschauen. Also ja, die Baumaschine, es ist halt sowas. Wie soll ich sagen, also die Baumaschine, damit baut man halt bestimmte Sachen kostenlos. Ich kann euch schon mal zeigen. So, also. Wir werden jetzt einfach mal, sagen wir, ein Pyjama raussuchen. Ja, so. Genau. Den entfernen wir ganz kurz. Ich wollte euch eigentlich jetzt zeigen, aber ich glaube, es geht nur im Shop. Dann. Genau, so, hier haben wir schon direkt eine. Immer wenn ihr dieses Zeichen seht, also. Warte. Nein! Also. Immer wenn ihr das Zeichen da seht, also dass dieses Würfel unten, diesen Würfel. Dieses Würfelzeichen, dann ist es halt so, was ihr das herstellen könnt und das kostet halt nichts. Es dauert einfach nur einen ganzen Tag. Und gewissermaßen wollte ich auch das hier machen, aber Laura fand es irgendwie hässlich, obwohl ich nicht so hässlich bin. Ich meine, man könnte sich ja im Karneval als irgendetwas verkleiden und da wäre es eigentlich ganz schön nützlich. Aber was ich eigentlich am besten finde, wäre jetzt eigentlich das. Ihr wisst ja, ich habe ja auch schon die Tasche und diese Schuhe da unten. Also ich habe sie mir geholt. Und das wäre dann eigentlich das, was ich am meisten haben würde, also am liebsten. Und ich frage, oder das hier ist auch voll süß, finde ich. Aber unsere Schwester könnte uns das vielleicht schenken, wenn die so nett wäre. Oder eben auch das. Das ist eigentlich auch ganz gut. Und ja, was ich sagen wollte, Laura habe ich überzeugt und sie wird bei der nächsten Folge Avakeng mit uns spielen. Oder in der übernächsten. Also sie wird auf jeden Fall irgendwann spielen, aber wenn es dann soweit ist, will ich auf diesem Video mindestens 15 Likes haben. Damit wir uns verstanden haben, Leute. So, ich erkläre jetzt noch ein bisschen. Geschäft. Meine Schwester möchte was sagen, ja. Isabel, hast du dieses Kleid gesehen? Warte, geh nochmal da, dass man die Sachen sieht. Auf also. Spiel. Oder da, ja. Ich glaube, sie kauft uns das jetzt. Nein, ich kauf es dir nur, wenn du mir das da kaufst. Das ist viel zu teuer, Laura. Das ist noch teurer als das andere, dann kann ich es dir noch selbst kaufen. Was kostet deins denn? 50 Euro weniger als deins. Kannst du mir was kaufen, was dann genauso teuer ist wie deins? Das ergibt dann gar keinen Sinn, aber naja. Also, ich fand. Die Schuhe kannst du mir kaufen. Lau, du musst erstmal genug Geld haben. Ja, ich weiß. So, ich mag die Marke Dolly Pop ganz gerne. Werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Und ja, Leute, schreibt mal einfach gleich oder nachher in die Kommentare, was euch eigentlich an diesen ganzen Outfits oder an den Häusern, die ich euch vielleicht ein bisschen gezeigt habe, am besten gefallen hat. Ob ihr vielleicht lieber das Loch Ness Haus gekauft hattet oder wie ich eben das Paket oder einfach mal diese riesengroße Villa, die ich euch auch gezeigt habe. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare jetzt sofort. Also, Events, hier gibt es auf jeden Fall noch sehr viel. Ich habe ein Graffiti mitgemacht und einer Stimme wird abgestimmt. Und in einem Tag kommen die Ergebnisse raus. Das heißt, morgen werden die Ergebnisse rauskommen. Ich werde aber erst in 3 Tagen wieder eine Avakeng-Folge aufnehmen. Und das bedeutet, wir sehen uns in 3 Tagen wieder.